Hallo, kommt Ihnen meine Stimme bekannt vor? Wenn Sie das Video über MOOCs und die Plattform iMOOCs gesehen haben, dann kennen wir uns bereits. Und das bin ich nun, Ihre vertraute Stimme. Ich heiße Maria und arbeite an der Technischen Universität Graz und helfe hier den Lehrenden bei der Umsetzung ihrer Lehre mit digitalen Medien. Im Belvedere-Projekt nehme ich aber eine andere Rolle ein. Welche dies ist und ein paar didaktische Hintergründe zum Belvedere MOOC, das sind die Themen des Videos. Das, was Sie hier sehen, ist unser Filmstudio, in welchem wir die meisten Inhalte des Belvedere MOOCs aufgenommen haben. Ich befinde mich vor und eigentlich auch auf einem Greenscreen. Videoaufnahmen mit einem Greenscreen erlauben es uns, im Nachhinein alle grünen Stellen im Video mit anderen Inhalten digital zu ersetzen. Ja, das wäre schon sehr angenehm. Realistisch und für unseren MOOC haben wir uns jedoch für diesen Hintergrund entschieden. Die digitale Technik macht's möglich. Sie gehört inzwischen zu unserer täglichen Arbeit. Das war natürlich nicht immer so. Auch wir an der TU Graz standen wie Sie nun vielleicht vor dem Schritt zur Digitalisierung in unserem Unternehmen bzw. unseres Arbeitsalltags. Wir stehen auch weiterhin vor neuen digitalen Herausforderungen, die wir versuchen, aktiv mitzugestalten und zu unserem Vorteil zu nutzen. So wie die Greenscreen-Technik hier im Videostudio oder auch andere Techniken, die wir in den Videos verwendet haben. Dabei betrachten wir Technik als ein Mittel zum Zweck. Der Zweck bzw. das Ziel selbst hat aber immer den Menschen im Fokus, so wie auch das gesamte Belvedere-Programm. Ein weiteres Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, sind didaktische Aspekte, welche in die Gestaltung und Ausarbeitung der Inhalte einfließen. So werden die Inhalte der Videos nach der Methode des Storytellings aufgebaut und entwickelt. Beim Storytelling werden Inhalte in Geschichten verpackt und so weitererzählt. Geschichten bringen Leben in oft nüchterne Sachverhalte und Fakten. Sie erzeugen Emotionen. Lernen über Emotionen ist nachhaltiger als andere Lernmethoden. Die Figuren in den Geschichten machen meist dramatische Situationen bzw. Veränderungen durch oder geraten in Konflikte. Die Lösung dieser Herausforderungen sind dann die Lernerfolge. Storytelling ist auch in der Erwachsenenbildung eine beliebte Methode, um Lerninhalte zu vermitteln, weshalb wir uns dafür entschieden haben. Auf Basis von realen Ausgangssituationen, welche bei uns durch eine fiktive Figur dargestellt werden, werden die Lerninhalte als Lösungsansätze von Expertinnen erörtert. Unsere fiktive Figur trägt den Namen Alex. Und hier ist Alex. Alex arbeitet als Fachkraft in einer sozialen Organisation zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Diese Menschen werden in den Videos meist KlientInnen genannt. Alex' Organisation steht vor Veränderungen, da sie nun auf Digitalisierung setzen. Dies stellt Alex vor eine Reihe von Herausforderungen, welche im Laufe des MOOCs als roter Faden Schritt für Schritt angesprochen und erörtert werden. Im Moment fragt sich Alex, ob es von den Videos auch Transkripte gibt, damit man das Gesprochene auch nachlesen kann. Ja, zu jedem Video gibt es nicht nur Untertitel, sondern auch eine Textfassung von dem Gesprochenen. Die Transkripte. Diese werden Ihnen im MOOC ebenso zur Verfügung gestellt. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, aber nicht nur für Alex verwenden wir eine möglichst gendergerechte Sprache. Dies gilt selbstverständlich auch für die Transkripte und Untertitel. Aber das nur nebenbei. Neben der Figur Alex werden Sie in den Videos auch reale Personen, unsere Expertinnen, zu sehen bekommen. Diese haben im Belvedere-Programm ihre jeweiligen Fachkompetenzen eingebracht und geben auf die Herausforderungen von Alex Antworten. Diese Antworten, wie auch alle Videos des MOOCs, sind nicht umfassend, sondern führen in die einzelnen Themenfelder ein. Die Projektwebsite, das für Sie ausgearbeitete Programm und die Toolbox liefern mehr Details und praktische Hilfen. Mich selbst werden Sie allerdings nicht mehr sehen, dafür aber weiterhin hören. Ich darf Sie nämlich durch den gesamten MOOC als Stimme führen und begleiten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserem Belvedere MOOC und auf Wiederhören!